Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video auf Leon Urbex. Heute gibt es ein richtig spannendes Video, kein Lost Place Video. Wir besuchen im Wald ein paar mysteriöse Orte, wo wir selber uns mal anschauen wollten. Darunter auch Bunker, ein verlassenes Freibad, wie wir denken. Also wir gehen jetzt mal schauen. Wir nehmen euch mit, also quasi ein kleines Wandervideo, ein kleines Abenteuervideo. Und hinter der Kamera als Kameramann ist der liebe Paul von Saadventure. Adventure TV. Luis trifft gleich auch noch ein und viel Spaß. So, wir kommen jetzt zum ersten Bunker. Wir gucken jetzt, ob der auf ist. Wenn nicht, zeige ich euch den einmal von außen. Und woran man auch merkt, dass das Gelände hier, glaube ich, lang nicht mehr genutzt wird. Guckt euch die Bank an. Die will man sich da bitte hinsetzen. Also es ist komplett zugewachsen. So, wir haben dort hinten im Wald was entdeckt, wo wir jetzt erstmal gucken gehen. Wie gesagt, das ist nur eine kleine sozusagen Expeditionstour, wo wir einfach mal gucken, was finden wir so im deutschen Wald. Und ja, ich hoffe, euch gefällt's. So, wir haben hier was im Wald gefunden. Was? Ach, was davor. Ja, das ist ein Bunker. Ja. Wo leider zugemacht. Doch, da können wir rein. Wollen wir mal gucken gehen? Ich würde sagen, Leute, wir quetschen uns hinein. Sehr rutschig hier. Quetschen, ne? So, Freunde, der liebe Paul ist freiwillig und geht jetzt als erstes dort rein. Freiwillig, ja, freiwillig. Ich glaub's auch, Alter. Und, geht's? Ich bin überall Spinnen, Digga. So, Leute, wir haben jetzt gesehen, dass es sich nicht um einen Bunker handelt. Und um was es sich handelt, sagt euch jetzt der liebe Paul. Also, das ist ein altes Wasserhäuschen. Das ist dann so ein großes Wasserbecken. Da rechts geht noch so ein Schacht runter. Und ja, ist auf jeden Fall kein Bunker. Also, mehr ist es nicht. Ich kann jetzt noch einmal reinleuchten, dass ihr es mal seht. Aber ich würde sagen, die Expeditionstour geht weiter und vielleicht finden wir noch einen offenen Bunker. Ich würde sagen, die Tour geht weiter. Wir gehen jetzt mal etwas tiefer in den Wald. So, der nächste Bunker ist gefunden. Er ist sogar offen, wie wir gesehen haben. Und ich würde sagen, erkunden wir den kleinen Bunker mal. Wir hoffen einfach mal. Okay, Leute, ich wollte hier runtergehen. Wie man sieht, ist es glitschig. Wie man hier sieht, bin ich dreckig. Ich habe mich voll abgelegt, bin mit dem Arsch da runtergerutscht. Aber immerhin bin ich jetzt unten. So kann man es auch machen. Da habe ich mir die Stufen gespart. Weiter geht's. Ich gehe vor und filme mal, wie der Leon noch hinterher kommt, oder? So, dann nehmen wir uns auch drin. Achtung. So, Freunde, wie ihr seht, befinden wir uns jetzt im Bunker drin. Es ist so rund gestaltet, also habe ich auch noch nicht so gesehen. Wenn man hier reinguckt, sieht man auch, wurde der Bunker schon zugeschüttet. Ich kann euch hier noch einmal zeigen. Und hier sieht man auch schon hinter dem Gang, ist hier eine Art Notausgang. Also dort oben, wie man sieht, geht es dann raus. Kleiner, aber feiner Bunker, muss ich sagen. Und hier sieht man auch nochmal, hier ist die Luke vom Bunker, wo wir eben unten gezeigt haben. Falls ich irgendwelche Fehler sage, weil ich kenne mich nicht aus mit Bunkern, tut mich gerne in den Kommentaren verbessern. Danke.
Leute, ich würde sagen, wir haben den Eingang bzw. Weg gefunden zum verlassenen Schwimmbad, wie man es hier schon sieht. Gucken wir uns das mal an. So, wie man hier im Hintergrund erkennen kann, haben wir noch eine alte Gedenkstätte hier gefunden, mit Gräbern drauf. Die Gräber filmen wir natürlich nicht, aber ich kann nur so viel sagen, da liegen Leute, die im Zweiten Weltkrieg gedient haben und im Ersten. Da war zum Beispiel ein Leutnant, oder Leutnant, wie man das ausspricht, und ein Sturmflieger und halt eben normale Soldaten. Einer von denen ist sogar in Moskau gefallen und dort begraben worden. Und da liegen auch schon Leute, die sind seit über 130, 140 Jahren tot. Und das ist schon echt bedrückend und krass spannend zu wissen. So, Freunde, hier unten befindet sich das Schwimmbad von einem ehemaligen Betrieb, den ich jetzt nicht nenne. So, Freunde, und hier befindet sich das ehemalige Freibad. Hier sieht man komplett an den Wänden, wurde alles abgemacht, wahrscheinlich nur um hier einfach dieses Schwimmbecken zu machen, was leider seit zig Jahren hier steht und niemand mehr nutzt. Überlegt euch mal bitte, guckt euch mal bitte diese Aussicht an, die schönste ist. Schöne Saarland. Und dann überlegt euch mal, ihr könntet hier schwimmen gehen. Nach der Schicht oder generell im Sommer war es bestimmt echt schön. Hier wird auch bestimmt die eine oder andere Party geschmissen. Oder ein Grillfestchen. Und hier sieht man auch noch die ehemaligen Mauern. Wahrscheinlich hier war, wie man hier aus diesen Löchern sehen kann, war wahrscheinlich hier mal ein Zaun. Aber extrem idyllischer und schöner Ort. Vor allem, was das damals für eine Arbeit gewesen sei. Ich weiß es nicht, ob das genau wegen dem Schwimmbad gemacht wurde. Aber der ganze Berg wurde hier abgetragen. So, Freunde, ich würde sagen, gucken wir uns hier mal noch ein bisschen um, weil ich finde das sehr, sehr spannend, wie das, Alter, wie einfach dieser Berg da steht. Es ist krass. Hier nochmal das alte Becken. Ich würde sagen, ich wäre nicht ich, wenn ich nicht mal reingehen würde, oder? Boah, alles so alt hier, ne? Muss man wirklich aufpassen, wo man hintappt. Aber hier hatten dann wahrscheinlich Bänke gesessen. So eine Art Tribüne. Nee, nicht Tribüne, sondern einfach, da konnte man sich hinsetzen wahrscheinlich. Und hat dann hier gechillt. Ey, geiler Ort. So, Freunde, jetzt beginnt was Schwieriges. Ich muss hier hoch. Wenn sogar der Paul fällt. Der Luis hat es geschafft. Bezahlen. Holen wir euch mal mit. Das war es auch schon mit dem Video, ich komme hier nicht hoch. Habe ich schon mal erwähnt, wie schön das hier eigentlich ist, wie die Sonne hier einfach reinknallt, ey. Die Abendstunden einfach wunderschön hinten, das Schwimmbad, geil. Oh, Digga. Leute, hab's geschafft einigermaßen. Ich komme hier nicht. Verdammte Scheiße, Mann. Hat's geschafft. Ja, egal, wie. Okay. Boah. Leute. Ist das rutschig? Ja. Okay. Wir haben jetzt noch so eine Luke gefunden. Ist die zu? Ah, guck mal. Dazu gemacht. Aber, ja. Schade. So, Freunde, wir sind an einem weiteren Bunkergelände. Wie man hier schon sieht, geht eine Treppe runter. Wir gucken gleich mal, ob man reinkommt.
Aber gönnt euch erstmal diese geile Aussicht. Guckt euch das an. Freunde, mit den Sachen würde ich sagen, geht einfach mal raus, habt Spaß. Guckt euch das an. Allein diese Aussicht, das ist einfach heftig. Schönes Wetter, geht einfach raus, genießt euer Leben, macht, was ihr Bock habt. Heute ist ein sehr erfolgreicher Tag. Wir machen jetzt noch ein paar Fotos. Viel gefunden haben wir heute. Und vielleicht finden wir noch ein paar Sachen. Ich halte euch noch auf dem Laufenden. Ich und Paul schauen jetzt mal, ob dort unten der Bunker offen ist. Wir denken aber eher nicht, weil das hier schon ein relativ öffentlicher Platz ist. Kann ich mir schwer vorstellen. Ich würde sagen, der Paul guckt jetzt mal und sagt Bescheid. So Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Die Sonne geht mittlerweile unter, es wird kühler. Wir gehen jetzt gleich nach Hause. Ich stecke mich jetzt noch ein, weil es folgt noch ein Overnighter. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon kam, ob ich das Video jetzt schon bringe. Ich weiß noch nicht. Ich gehe jetzt noch Tortellini kaufen. Für was? Seht ihr dann im nächsten Video. Euer Leon Obex. Viel Spaß.